Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier für die PS3 im letzten Part. Haben wir einen Hundi erledigt, weil das Hundi Vierer erledigt hat. Und das fanden wir halt so ein bisschen doof von dem Hundi und deswegen musste es sterben. Ja, das ist so die Kurzform. Und ich habe zwischen den Aufnahmen tatsächlich noch ein paar Nebenquests angenommen. Und eine davon führt uns zum Tempel, wo wir ja auch schon mal waren. Ich weiß nur gerade nicht mehr. Is this it? A shade that appears during sandstorms. Okay. Look out. I can't see a thing in here. Hier auch noch meine, ha? Okay. Ja gut, komm. Let's get this over. Okay. So, Moment, wo ist hier der große Schatten? Ah, hier. Das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel, aber gut. Nehmen wir auch den an. Nehmen wir auch den hier auseinander. Besser gesagt. So, ein bisschen Sidequesten. Weil, warum nicht? So, zack, hier. Pahal. Sehr schön. Neues Wort, komplexe Maschine. Aha. Nun ergibt es seinen Sinn. Er hat Leute angegriffen, indem er sich in einen riesigen Sandsturm versteckt hat. Das ist ziemlich clever für einen Schatten. Wir sollten den Kunden lieber von diesem Schatten warnen. Das stimmt wohl. Okay, aber. Moment, hier war die Karte. So, aber. Ich will halt auch noch mal zu dem Tempel. Wenn ich das auf der Karte gerade richtig sehe, müsste der hier irgendwo sein. Außer ich interpretiere gerade das falsche Konstrukt als Tempel und der ist eigentlich oben im Norden. Ups. Ey. Ein kleines nerviges Mistviech. Lass mich mal in Ruhe. Ah, ich bin jetzt auch hier oben im Norden. Okay, dann gehen wir erst hier hin. Schauen wir erst hier, ob es das ist. Hm? Jemand ist am Tempeleingang. Hilfe! Hilfe! Seid ihr einer der Typen, die den Tempel zerstören wollten? Warum sollte ich euch helfen? Ja, da ist ein riesiger Schatten drin. Wir waren nur auf der Suche nach Schatz. Ich meine, wie auch immer, er ist riesig. Ich konnte mich gerade noch retten, aber mein liebes. Aber meine Freunde sind noch immer da drin. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen eingetreten. Vergesst die Typen. Den Mist haben sie sich selbst eingebrockt. Wenn der Schatten so groß ist, wie sie sagen, dann ist es zu gefährlich, ihn am Leben zu lassen. Lass uns da reingehen und den Schatten erledigen. Ja, gehen wir rein und suchen den Schatten, und der sich hier jetzt noch eingenistet hat, und erledigen den noch. So ein bisschen Sidequesten, weil, ne, warum nicht? Dann sieht man jetzt auch mal was man nicht bereits gesehen hat. Ist ja auch was Schönes. Muss ich jetzt hier die ganzen bescheuerten Prüfungen nochmal machen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe ernsthaft, dass ich das nicht machen muss. Aber gut, wir werden sehen. So, danke für die Heilung. Ah, es sieht so aus, als müsste ich die machen. Och nee. Okay.
Springen verboten. Ja, gut. Das ist kein Problem. So, na komm. So, zack, hier. Zack, perfekt. Ah, das war's schon. Ja, gut. So, da vorne geht's nicht raus. Okay. Dann wollen wir doch mal die ganzen blöden Prüfungen noch mal machen. Yay, da freue ich mich ja schon drauf, ne? Nee. So, was haben wir denn hier? Was war denn hier verboten? Stationäre Eule, also stehen bleiben. Ja, okay. So. Immer in Bewegung bleiben hier. Zack. Na bitte. Perfekt. Wo ist hier? Oh, kann ich nicht mehr tragen. Auch gut. Dann nicht. Ist hier jetzt da lang? Ja. Hier ging es jetzt weiter. Okay, und genau, hier war die blöde Hüpfeinlage. Nee. So was Dummes, aber naja. Egal. Das war auch dumm, ja. So, dankeschön. Okay. Was haben wir jetzt hier? Für eine dumme Prüfung. Ich kenne die doch schon nicht mehr. Okay. Darf nicht rennen. Sonst wäre das jetzt ein großes Problem. Dadurch dauert der Kampf halt ein bisschen länger. Aber gut. So, zack. Okay, das war's. Aber anscheinend sind die Prüfungen jetzt alle einfach Gegner besiegen, ohne bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Das ist okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich echt gut leben. So, was haben wir hier jetzt? Dann. Schütz, Schildkröte, ja gut. Tö. Als würde ich mich verteidigen. Also freiwillig, ne? Da kennt ihr mich aber schlecht hier. So, zack. Erledigt. Das war, wenig problematisch. Da waren... Ach, da war das Item. Ach, Mist. Ach, Manu. Ja, wenn die Kamera sich plötzlich dreht, ne? Und man nicht mehr weiß, wo war ich jetzt eigentlich gerade. Egal. So, nächste Prüfung. Und die Animation kennen wir jetzt auch schon. Danke, die muss nicht jedes Mal aufs Neue kommen. Brauche ich jetzt nicht ganz. Okay, keine Magie. Keine Magie und ich habe hier so ein großes Viech gegen mich, ja? Okay. Aua. Ja, komm. Entledigen wir uns erstmal hier der kleinen Viecher. Die nerven mich gerade ein bisschen mehr, aber... Und ich sollte ein bisschen auf mein HP achten. Denn ich mache ihm zwar viel Schaden, er mir jetzt aber auch nicht allzu wenig. So, sehr schön. Level up. Nice. Und noch eine komplexe Maschine. Sehr schön. Okay.
Die Prüfung ist erledigt, war jetzt nicht so problematisch. So, was haben wir hier? Eisenerz. Schön. Da brauchen wir nicht auch ein bisschen was von. Naja. So, und hier... Ist das schon der letzte Prüfungsraum? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, stimmt. Hier darf ich jetzt nur mit Magie arbeiten. Na gut. So. Okay. So. Und so. Perfekt. Passt doch. Passt doch alles. So, die Kraftkapsel können wir nicht mehr mitnehmen. Ist jetzt aber auch egal. Muss ich da lang? Eigentlich kann ich ja auch hier lang, oder? Würde ich jetzt mal so schätzen. So, was haben wir denn hier? Auch wieder ein Prüfungsraum. Wie es scheint. Zeitlose Affe, was? Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was gemeint ist. Aber gut. So, hier erledigen wir ein paar von denen. Denn da besteht die Chance, dass die mir eine Wundsalbe droppen. Und die will ich schon ganz gerne mitnehmen. Nö? Okay. Dann halt nicht. Ah, Wundsalbe. Perfekt. Wow, 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 wow. So, für sonst noch wer? Ja. Da ist noch einer. Okay. Na dann, wollen wir zu dem hier. Zu dem großen Mistviech. So, und dieses große Mistviech kann zum Glück nichts, wie es aussieht. Also, na, zumindest nicht wirklich. Von daher ist es schnell erledigt. Sehr schön. Neues Wort erhalten. Perfekt. Und... Ah. Und das ist also der Schatten, der eingesperrt wurde. Das war heftig. Kein Wunder, dass sie dieses Ding versiegelt haben. Dennoch war dieser Kampf eigentlich unnötig. Wohl wahr. Lass uns den überlebenden Banditen schnappen und ihn nach Fassade zurückbringen. Okay. Ah ja. Hier haben wir die anderen. Tja. So schnell kann's gehen. Nebenquest erledigt. Müssen wir nur noch abgeben. Ich werde hier verschwenden, bevor diese Typen zurück. Naja, ich fürchte auf diese spitzmäßige Idee, seid ihr ein wenig zu spät gekommen. Ja, verdammt! So, komm mal her hier. Ach, hört schon auf. Haltet den Mund, ihr! Du wolltest es nicht anders. Ich kriege euch! Ich kriege euch noch hierfür! Hey! Hey, Arschloch! Ich kenne ein Kind in der Stadt, das Murmeln spielen möchte. Aber ihm fehlen noch zwei. Meinst du, du kannst mir dabei helfen? Halt sie fern von mir! Das war ziemlich zurückhaltend für deine Verhältnisse, Luda. Ich hatte eine Hass-Tirade von epischen Ausmaßen erwartet. Schiebst du in dein Inhaltsverzeichnisbuch? Seid ihr jetzt fertig? Dann lasst uns diesen Typen hier fesseln und Bericht erstatten.
Okay. Sehr gut. Hey. Ich hätte, ihr habt den Banditen in den Knast geworfen. Daher geht es ihm vermutlich besser, als er es verdient hätte. Das Siegel war bereits gebrochen, als wir dort eintrafen. Aber wir konnten den Schatten besiegen. Vielen Dank. Ich wusste, ihr wärt der Aufgabe gewachsen. Der König schickt euch diesen Lohn und möchte seinen Dank ausdrücken. 20.000 Gold, sehr schön. Danke sehr. Was haben wir hier eigentlich? Ah ja. Ein großer Schatten hat sich in den Sandstürmen versteckt. Das ist euren Leuten zum Verhängnis geworden. Er war innerhalb des Sturms. Kein Wunder, dass wir ihn nicht finden konnten. Vielen lieben Dank. Hier ist eure Bezahlung. Bleibt wachsam. Wo ein Schatten ist, sind für gewöhnlich noch weitere. 30.000 Gold. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Hause und uns um unsere Hauptquest kümmern. Würde ich sagen. Das soll es jetzt mit Nebenquests erstmal gewesen sein. So. Na denn. Ja, ja, ihr blöden Skorpione. Ihr seid mir egal. An euch rolle ich einfach vorbei. Ihr interessiert mich nicht die Bohne. Ui. Hi, na? Und tschüss. Oh, du Mistviech. Du dummes Scheißviech. Komm mal her hier. Danke für die Skorpionklaue. Und ja, ich habe noch genug Gegengiftgras. Das ist kein Problem. Da mal kurz eine Vergiftung zu heilen. Bisschen mehr Golderz, auch schön. Nehmen wir mit. Schadet ja nicht. Hier noch ein paar Schatten. Wollen wir auch mal schnell erledigen. Einfach, weil wir eh gerade die Gelegenheit dafür haben. So, zack, zack. Und wo ist der dritte? Hier. So. Vielen Dank dafür. Und dann auf dem direktesten Weg nach Hause. Denn Wüste ist so... Nee, muss jetzt nicht sein. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsgebiet. So eine Wüste. Eine Wüste. Deswegen, ja. So, ein bisschen Kupfererz, auch schön. Passt doch. Okay. Hey, den nehmen wir uns auch noch mit. Hier, den Echsenschwanz. Keine Ahnung, was wir mit dem Rest der Echse gemacht haben, aber hey. Das passt schon irgendwie. Glaube ich, hoffe ich. Ein Eberbalg. Man weiß nie, wofür man den mal gebrauchen kann. Medizinische Kräuter sind mir egal. Kann ich eh nicht mehr mitnehmen. So. Und hier nehmen wir noch ein bisschen Ziegenfleisch mit. Weil, mal sehen, was man damit noch so anfangen kann. Alles so Zeug, ne? Ach, egal. Das soll mir jetzt tatsächlich egal sein. Hier haben wir nochmal... Oh, ein Baumast. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nochmal medizinische Kräuter. Aber nein. Aber nein, das Spiel hat mich überrascht. Es waren keine Kräuter. Respekt. Passiert nicht oft. Es passiert nicht oft, dass das Spiel mich mit sowas noch überrascht. Naja. Okay. Okay. I marvel at how relatively simple a task this retrieval process proved to be. It is almost as if someone deliberately set us on this path. You're overthinking again, Weiss. But... I don't care if it's a trap. Yona's waiting for me, and I'm going. I see. Na komm. Gib her hier, Beeren, okay. Nehmen wir mit, weil warum nicht? Nicht wahr? Und
Und dann wollen wir doch mal gucken, was Popola so zu sagen hat. Zu dem letzten Schlüsselteil ist es jetzt, glaube ich, schon. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, der wurde auch da, Mensch. The whole village is buzzing. They say you're gonna rescue Yona. It's true. This is my final journey. Hard to believe this is the end. I'll bring her back. I promise. About that. What? Nothing. Never mind. Popola just loves to worry. Okay. Anyway, you be careful. Yes, do be careful. I will. Watch over the village while I'm gone. Tja, das war ein kurzes Gespräch. Aber gut. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Nämlich mal wieder zum Schrein. Yay. Aber hey. Der Schrein ist halt Dreh- und Angelpunkt, das war ja von vornherein klar, auch schon beim ersten Durchgang, von daher passt das. Ich würde aber sagen, machen wir hier Schluss für heute. Mal wieder schön am Speicherpunkt, ich mag sowas. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe ihr hattet Spaß, ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.